Servus, grüß euch und damit herzlich willkommen hier zurück auf unserem Kanal. Ja, es ist wieder Zeit für eine neue Map-Vorstellung und diesmal habe ich was Polnisches für euch und zwar die Karte Oshek. Genau. Ja, und was das hier gibt, das schauen wir uns einmal genauer an. Ja, da sehen wir es auch schon. Wir sind hier angekommen am Bahnhof. Das heißt, das hier ist unser Startbereich. Und ja, was haben wir zum Start? Zum Start haben wir diese scheußliche Karre. Ihr kennt sie alle. Und wenn ich das sehe, dass wir die Karre haben, dann machen wir auch als erstes einmal den kurzen Fahrzeugcheck. Jo, den können wir auch schon wieder beenden, denn mehr als das haben wir nicht. Ja, das deckt sich auch mit dem, was ich hier drinnen gerade gelesen habe. Wir haben hier eine benutzerdefinierte Vierfachkarte, was alles enthält, was im 22 momentan verfügbar ist. Zusätzlich gibt es noch ein paar Pflanzen wie Roggen, Tritikale, Hirse und Dinkel. Ja, die Karte sollten vielleicht der ein oder andere bereits kennen. Gab es laut der Beschreibung auch schon im LS19 und wurde halt geringfügig ergänzt und geändert. Was haben wir hier? Wir haben hier viele Wälder, 131 Felder, 210 Farmlands, alle grundlegende Funktionen aus dem Spiel und ein paar Sachen mehr. Zusätzlich sind hier noch ein paar Skripte verbaut, wie Animated Object, More Trees, Happy Horse, dann Happy Horse, also sprich, damit man keine Pferde mehr reiten muss. Dann die Anzahl der Ställe, dass man da eine höhere Anzahl haben kann. Sammel Stroh bei Missionen. Dann das Place Anywhere. Refresh Contracts. Das heißt also Verträge, dass man die aktualisieren kann. Und dass man also auch mehrere zur gleichen Zeit machen kann. Mehrere Missionen sind möglich. Und ihr habt hier noch keine Farm. Die müsst ihr selber gestalten. Und gestalten ist ein gutes Stichwort. Ich guck mal ins Baumenü rein, was wir denn hier Schönes haben. So, Bodentexturen. Ja, ich würde mal behaupten, da haben wir ein paar. Auch ein paar zusätzliche hier. Das sieht doch ganz nice aus. So, was haben wir hier baumtechnisch? Da haben wir auch eine gute Auswahl. Ja, sehr schön. So, bei den Blümchen. Okay, da haben wir halt ein paar, das sollte reichen. Deko, Zäune, Lampen, sonstiges. Ja, das kennt man. Auch hier die Ställe oder die Tiere ist auch Standard. Produktionstechnisch haben wir auf jeden Fall den alles mal standardmäßige verbaut. Und wir haben hier eine alte Getreidemühle. Die sieht mir ein bisschen nicht standardmäßig aus. So, dann haben wir hier Gewächshäuser, Plantagen, Generatoren, gebäudetechnisch, ja. Da sind wir auch im Standardbereich. Ja, das sieht gut aus. Ja, das Land gehört uns nicht, ist eh klar. Ja, ich habe jetzt aber keine Lust hier mit dem Vehikel zu fahren, sondern wir nehmen ganz einfach den Flugmodus. Das kennt ihr ja mittlerweile. Und schauen uns das Ganze hier mal von oben an. Ja, von oben, das sieht doch schon mal nicht schlecht aus. Hier hinten führt die Bahnstrecke längs.
Da gucken wir uns nachher mal an, ob die funktioniert oder ob das wirklich reine Deko ist. Ja, hier haben wir auf jeden Fall eine kleine Stadt. KI-Verkehr sehe ich da unten auf jeden Fall schon mal rumfahren. Jo, hier haben wir dieses alte, die alten Straßen. So, da sehe ich Personen rumlaufen, die das Ganze ein bisschen beleben, die Innenstadt. Ja, bevor wir jetzt hier lange Rätsel raten, machen wir mal die Karte kurz auf. Und ja, man sieht, wir haben hier scheinbar eine sehr realistische Vorlage. Es wirkt nämlich alles so schön natürlich. Und ja, wenn ich jetzt hier sehe, wir haben hier ein Zugsymbol und hier oben auch ein Zug mieten, dann gehe ich mal ganz stark davon aus, dass der Zug hier auch irgendwo rumfährt. Aber sehen tue ich ihn jetzt gerade mal nicht. Aber gut, das muss ja nichts heißen. Ja, hier oben in der Stadt fangen wir mal an. Da haben wir die verschiedensten Produktionen. So, Chocolatier, Schneiderei, Schreinerei, Bäckerei. Dann haben wir hier unten noch die Käserei. Hier oben der Fahrzeughändler, Tankstelle. Und hier sind noch diverse Verkaufsstellen. Misthändler. Futtermittel kannst du kaufen. So, da nochmal Verkauf, Verkauf. Sehr schön. So, da unten haben wir noch ein Farm Place. Das gucke ich mir mal kurz an. So. Ah, verstehe. Das heißt, das sind hier mögliche Standorte, wo ihr euch niederlassen könnt. So würde ich das jetzt mal verstehen. Hier sieht man das jetzt. Interessant. Also da hat sich auch jemand echt Gedanken gemacht. Ja, also definitiv. Es ist auf jeden Fall sehr, sehr, sehr cool. So, hier sehen wir auch schon Waldflächen. Also Land- und Forstwirtschaft könnt ihr hier alles betreiben. So, dann gucken wir mal, was wir hier noch so alles Schönes haben. Agroeffekt. Hier unten Shop der Bauern. Villa. Okay, da habt ihr einige Verkaufsstellen. Gesteinsbrecher haben wir hier noch. Kalkstation. Zuckerfabrik. Kalkstation. Molkerei. Getreide. Müslifabrik. Ölmühle. Elevator, okay. Biogasanlage. Ich würde sagen, wir gucken uns mal die, kommen, upsala, die Fleckchen mal ein bisschen genauer an. So, hier BGA. Das sieht doch mir schon wieder ein bisschen belebter, dekorativer aus. Weil du kennst ja mittlerweile auch schon relativ clean. Ja. Sehr cool. Auch hier das mit dem eingezäunten. So, Tore, öffne dich. Sehr schön.
Sehr nice. Hier die Tankstelle, Abladestelle. Also das kann sich echt sehen lassen, muss ich sagen. Hier drüben haben wir auch noch mal so einen Riesenkomplex. So, jetzt gucken wir mal, was hier ist. So, da haben wir auf jeden Fall schon mal beschränkten Bahnübergang. Und ja, hier haben die Orte sogar einen Namen. Also lag ich mit dem, dass es hier realistische Vorbilder gibt, nicht so verkehrt. So, hier haben wir einen kleinen Bahnhof, ein paar Deko-Waggons, die hier abgestellt sind. Aber die schweben ein bisschen in der Luft. Das ist aber schon wieder, ja, Jammern auf hohem Niveau. Aber das sind so Kleinigkeiten, die mir halt relativ schnell und einfach auffallen. So, da geht's nicht weiter. Dann schauen wir mal hier lang. So, hier haben wir Zuckerrüben, hätte ich gesagt. Polski Zucker. Sehr cool. Sehr nice. So, hier mit Zufahrt und Abfahrt. Jetzt bin ich doch echt mal gespannt. Oh, was steht hier? Hier stehen auch noch so ein paar Waggons einfach so abgestellt. Aber mir fehlt der Zug. Haben wir hier oben. Ah, okay. Hier oben haben wir diese neue Mühle. So, das Sägewerk haben wir schon gesehen. Auch hier haben wir noch ein Abstellgleis. Ja, und dann sind wir auch schon fast wieder rum. Also man merkt, das ist definitiv hier, wie gesagt, eine Vierfachkarte. Da ist echt, die Wege sind verdammt lang. So, da haben wir auch schon wieder hier einfach abgestellte Waggons. Aber jetzt will ich es wissen. Komm her. So. Oh. Da habe ich wohl ein bisschen zu vorlaut geschrieben. Und siehe da, ja, der Zug ist da. Sehr cool. Funktioniert. Nice. Der hat sogar extra hier für Zuckerrüben. Jetzt bin ich gerade ein bisschen verwirrt. Ist das Standard oder ist das... Ah, aus dem Allison 19? Ich weiß es gerade nicht. Erklärt's mir, schreibt's mir in die Kommentare. Da bin ich gespannt. So, das sieht mir hier aus. Wie so ein Wegweiser für... Für einen Tierhändler. Aber der ist doch da oben gar nicht, oder? Traubenverarbeitung.
Gut, das wäre jetzt eine Frage aller Fragen. Ist aber egal. Wir gehen noch mal hier kurz das Menü durch. Preistechnisch hatten wir ja schon mal geschaut vorhin. Oder auch nicht. Ja, ich sag mal so, die Preise hier sind schon etwas höher. Aber man soll ja auch ein bisschen was tun, weil sonst ist der Spielspaß ja relativ schnell vorbei. Ja, vielleicht noch eine kurze kleine Anmerkung. Als neuer Farmer, wenn ihr anfangt, habt ihr 3 Millionen auf eurem Konto, im zweiten Schwierigkeitsgrad 2 Millionen und auf der schwersten Stufe 1 Million. Ja, damit könnt ihr dann erstmal euch irgendwo niederlassen und suchen, wo ihr hin wollt. Ja, dann haben wir hier, schauen wir mal, ein paar Zusatzfrüchte verbaut. Und auch das schaut mir hier ein bisschen überarbeitet aus. Ja. Also Steine und hier haben wir auch noch Zusatzgüter. Feldmissionen gibt es ebenfalls. Produktion habt ihr noch keine. Genauso wie hier die Tiere. Dementsprechend, ja, selber suchen, hätte ich gesagt. Ja, wenn wir jetzt nicht unbedingt hier alles gesehen haben, es bleibt noch genügend für euch zum selber entdecken. Mein Fazit ist auf jeden Fall eine sehr interessante Karte, muss ich sagen. Alleine auch schon hier mit dem Zug zum Beispiel. Ich bin gespannt, was da noch als Update kommt oder so. Und die letzte spannende Frage, die ich jetzt mir stelle: Wie sieht's mit der Lok aus? Wir haben auf jeden Fall mal einen Error. Vertex-Attribute für Material, Main-Material. Okay, damit kann ich jetzt leider nichts anfangen, aber wenn ihr es wisst, schreibt's gerne drunter. So, hier oben schaut's relativ gut aus alles. Ja, also bis auf diesen einen Error da unten ist der Rest fehlerfrei. Gut, woran das liegt, kann ich jetzt nicht sagen. Da kenne ich mich leider nicht aus. Sollte hoffentlich kein größeres Problem sein. Ja, dann wäre ich auch schon wieder hier am Ende meiner Tour. Und bedanke mich wie immer an dieser Stelle fürs Zuschauen. Freue mich natürlich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Dazu einfach das Glöckchen aktivieren, dann kriegt ihr auch eine neue Benachrichtigung, wenn das neue Video oder der Livestream live kommt. Und ja, lasst auch gerne ein Abo da. Däumchen sind sowieso gerne gesehen, das wisst ihr. Und in diesem Sinne, ja, bis zum nächsten Mal und ciao, ciao.